Hier ist der Schalter zum Runterfahren. Kann man hier ertasten. Na, ja, sieht man nicht. Das haben nur die Kräfte. So, jetzt zum Anschlag. Hier sind die Verriegelungen für die Rampe. So, hier ist der Innenraum. Multifunktionaler Innenraum für Sitzreihen, Einzelsitze, eine Trage kann man einbauen und einen Tragestuhl mit Schiene. Alles kombinierbar. So, jetzt haben wir hier den Tragestuhl. Kommen wir auf die Schienen zurück. Wir haben zwei verschiedene Schienentypen für den gleichen Tragestuhl. Einmal ein älteres Modell, einmal ein jüngeres Modell. Zunächst einmal das neuere Modell, hat zwei Schrauben. Einmal die Befestigungsschraube und einmal diese rote Schraube zum Einrasten. So, zunächst, ich fange mal mit der an. Muss man sehen, dass diese Befestigungsschraube hier auf einer Höhe ist. Hier steht sie etwas über, also kann ich sie noch mehr lockern. Die muss gleich sein mit der übrigen Schiene hier. Ne? So, jetzt nehme ich das Teil und baue das ein. So, die Stellung von den Schrauben ist so. Jetzt wird die Schiene eingelegt hier in die Halterung und ist beweglich, wie man sieht. Ja, beweglich. So, jetzt der nächste Schritt ist die Schraube zum Einrasten. Das ist die rote Schraube zum Einrasten der Schiene in Lenkstellung. Ganz wichtig, zuerst. So, die ist locker. So. Und jetzt schieben wir die so lange, bis es einrastet. Jetzt hat es schon, ich mache es nochmal vor, klack, dieses Geräusch beim Einrasten. Und dann wird diese Schraube nach rechts festgedreht. Nirgendwo anders hin, nur nach rechts. Schraube recht fest, Schiene eingebaut. Es ist das gleiche System, nur mit einem Stellrad und eine, das ist auch gleichzeitig das Rad zum Einrasten. So, hier in diesem Stellrad ist ein Querbolzen drin, sozusagen ein Spannstift, fachlich richtiger Begriff, der selbstsichernd ist. Ein Spannstift. Ja. Dann nimmt man die Schiene. Unten ist alles ganz frei. Sieht man, ne? Sieht anders aus als bei einem anderen Teil hier. So, in der Stellung nimmt man die Schiene. Wie man sieht, verstellbar, also verschiebbar. So, jetzt muss dieser Spannstift gleich annehmen und drehen. Ein bisschen fummelig. So, man sieht, er ist in dieser Nut, aber oben. Er ist oben in dieser Nut. Jetzt verschiebt man die Schiene zum Einrasten. Klack. Der Stift geht nach unten, die Schiene ist eingerastet. Und diese Schraube dient zum Festklemmen, so wie diese andere schwarze Schraube, ist das gleiche System. So. Fertig. Schiene ist fest. So, klack, Geräusch, eingerastet, Bremse rein. Super fest. Der Haus hat ein kleiner Hebel hinten, das können wir gleich nochmal zeigen. Okay.
Röhren bauen, da muss man diesen Hebel ziehen. Tragestuhl drin, Hebel ziehen, Tragestuhl rausschieben. Genauso hier. Tragestuhl rausschieben. Also eine Verriegelung für den Tragestuhl. Und dann kann man ihn rausziehen. Und man muss ihn eigentlich festhalten, mit der Hand oder mit dem Fuß. So, erstmal lösen. So, die kleine Schraube ein bisschen verdrehen. So, der Stift ist oben. Ja. Und jetzt kann man das Seil locker herausnehmen. Gleichen hier. Schwarze Schraube zum Befestigen. Lösen nach links, immer nach links, bis es locker ist. Nicht weiter drehen, nur bis es locker ist. Dann die Einrastschraube zum Einrasten. Hier, Lock steht hier. Lock, Unlock. Unlock ist quer. Rausnehmen. Fertig, das war's schon.